Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt in der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. In der heutigen Ausgabe unseres Videoblogs soll es gehen um Abmahnungen der Kanzlei Stefan Auffenberg. Rechtsanwalt Stefan Auffenberg aus Dortmund mahnt die Nutzer von Tauschbörsen und Tauschbörsensoftware ab. Konkret geht es normalerweise um Filme aus dem pornografischen Umfeld. Hier liegt mir eine Abmahnung der Paradise Film GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Nikolaus Kralik aus Mühlhofen vor. Konkret wird von dem Abgemahnten die Abgabe einer Unterlassungserklärung sowie die Zahlung einer Vergleichssumme in Höhe von 460 € verlangt. Wie sind diese Fälle zu behandeln? Nun, wir raten dazu, in den File-Sharing-Verfahren eine abgewandelte Unterlassungserklärung abzugeben. Allerdings sagen wir auch, dass man im konkreten Fall schauen muss, ob die geforderten Vergleichssummen tatsächlich gezahlt werden müssen. Es ist so, dass in Deutschland in gewissen Fällen nur maximal 100 € Abmahngebühren verlangt werden können. Teilweise können überhaupt keine Abmahngebühren verlangt werden, zum Beispiel dann, wenn Kinder die Tat begangen haben und Eltern ihre Kinder immer regelmäßig belehrt haben. Das alles möchten wir mit Ihnen gerne im persönlichen Gespräch klären. Gerne können Sie uns anrufen, sofern Sie von Rechtsanwalt Stefan Auffenberg oder einer anderen Kanzlei abgemahnt worden sind. Am Ende dieses Videoblogs blenden wir unsere Hotline-Nummer ein. Und falls Sie sich ansonsten über die Tätigkeit unserer Kanzlei informieren möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere Kanzleiseite wbs-law.de. Und darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn Sie auch in der nächsten Ausgabe des Videoblogs wieder mit dabei sind.